Ne. Ja, ich verpasse den Checkpoint. Jo, ich bleib stehen. Willst du mich verarschen? Einen Scheißdreck machst du. Gut. Das hier ist dein Auto, auf das du dich jetzt seit Monaten freust und sagst, oh, bald Performante, ich will den fahren, ne? Performante muss ich aber mitfahren, ne? Und jetzt bei 20%, nicht mal 20%. Ich bleib jetzt stehen, ne? 17. Oder das Pink. Na, ich habe jetzt das Dunkelblau drin, ich finde das mega. Ja, das was. Pink finde ich auch cool. Sieht auch geil aus. Tschüss. Boah, der Wagen ist irgendwie echt spät gespawnt. Was macht der Justin denn da vorne? Vorne. Der ist was nur mit Absicht von dir. Auf Wiedersehen. Ach, der ist so schön. Ja, genau wie will der ja Pink mal flink. Egal, spätestens in German hier ist. Finde Schatten auf. Love Curve, irgendwo zwischen 26 und 28 Minuten für gewöhnlich. Das ist doch Leben ab, Digga. Also ein Blau und so kann ja jeder. Pink ist was Außergewöhnliches, ne? Ja. Mein Chemiedozent würde deine Folie eine Homogeneous Solution nennen. Eine homogene Lösung. kann er sich in seine A.5 stecken? Ne, lieber nicht. Doch. Noch verscherze ich mir mit ihm nicht, hoffe ich. So, damit es wieder oben aus dem Mund rauskommt. Bah. Er ist wild, ne? Ja. Oh nee. Mann, Junge. Richtiger Fanboy hier, ey. Gleich. Boah, ich geh mal weg. Die Leute, die den feiern halt eben. Trollt er euch wieder, oder was? Ist halt aber real talk so. Einer an der Pirne, Alter, wirklich, Alter. Weil wer hat jetzt auch noch 100.000 Follower, ne? Von wem reden wir? Ah, von dem komischen Typ, der die ganze macht. Achso. Schnauze. Ich hab keine Ahnung, wer das ist, was das ist, was für eine Krankheit der hat. Wo er tanzt. Der hat Autismus, der hat gefühlt. Digga, jeder TikToker dieser Welt hat Autismus, glaube ich. Das kannst du überhaupt nicht vermeiden. TikTok ist so eine Sache, ganz ehrlich, die da bin ich zu alt für, ich verstehe es nicht. Da musst du auch nicht verstehen. Ich bin nicht zu alt dafür und denke trotzdem, was für Scheiße. Ist mehr so eine Pornoseite für Junge. Gott. Ist halt auch Real Talk so, du siehst mittlerweile so viele Videos, wie hier Frauen sich Oberkörper frei ein bisschen zeigen mit Bikini Noob für ein bisschen Fame. Ja, das ist doch, ja. Sind. Genau, wir wussten alles, was sie meinen. Sie werden ja dadurch noch Fame. Und dann heißt es von Frauen, wir wollen nicht auf unseren Körper reduziert werden. Aber dann sowas. Die Bewegung wird also definitiv ganzheitlich unterstützt. Oh Mann, Alter, was sind hier gerade los? Ich guck lieber nicht auf das Thema. Schneller hier, ey. Ja, ich fall's nicht gut. Ich hab meine LED-Band aus, meine Musik ist aus. Das war schon gut. Ja, ja. Jetzt hab ich besser. Jo, Digga, wir haben es schlafen wollen. Ja, ich hab diese Bande erfunden, ist ja schon klar. Bande hab ich erfunden dort. Fast erfunden, wie dagegen gehabt. Möglicherweise. Puss, auf der rechten. Dankeschön! Oh Mann, Alter, und schon wieder ein Auto. Boah. Ey. Ja, sauber, Tim. So muss das sein. Boah. Ganz schön viel Geld ich jetzt mittlerweile habe.
chill, mit denen wieder zu fahren, ey. Nein, Frontalzusammenstoß. Direkt nach der Kurve, hoffentlich bleibt er da für euch stehen, ne? Wahrscheinlich noch ein Bus retten. Ne. Ja, ich verpasse den Checkpoint. Jo, ich bleib stehen. Willst du mich verarschen? Scheißdreck machst du. Das hier ist dein Auto, auf das du dich jetzt seit Monaten freust und sagst, oh, bald Performante, ich will den fahren, ne? Performante muss ich aber mitfahren, ne? Und jetzt bei 20%, nicht mal 20%. Ich bleib jetzt stehen, ne? 17. Ja, nice, Tim. Ist auch eine Taktik. Ja, Habern, ich finde auch, das sieht krass aus. Moin, Sander, moin, Ghostlike, was geht? Spät ist die Stunde, zu der ihr erscheint. Nein, 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 nein. Oh. German, Mika, euch ist bewusst, dass der Justin Zweiter ist, ja? Was fährt der eigentlich? Die wo? Ja, dankeschön. Er ist da gerade Zweiter und ich fahr frontal gegen die Wand. Oh nein, habe ich dich unter Druck gesetzt? Ja, das wollte ich nicht. Nein, komm ich in das Ding näher. Oh. Bewusst voll. Wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass wir ihn so mobben? Also ich meine, ich war ja ursprünglich auf Mika eingeschossen. Keine Ahnung, das war da, das hat da angefangen in der letzten Runde am Anfang. Mit der Schneeflocke. Ja. Genau. So. He's coming. So lange ich nichts abbekommen, ist alles okay. Und Sander hat ein bisschen was getrunken anscheinend. Klein bisschen. Alles klein, Kasten ist schon mal weg. Schön. Ja, ich hab dich extra gerammt, aber egal. Ja, danke. Ja. Jetzt bremsen wir extra noch ab. Och, Ghostlike, es geht eigentlich. Ich hier auch noch ein bisschen was. Der Performante war nie schlecht, er ist halt nicht mehr der Beste. Aber er ist immer noch gut. Ich glaube nicht, entspannt fahren. Oh, shit. Und dazu gefahren hier lang, da kommt, überholen wir ihn vielleicht noch. So lahmartig wie der jetzt ist, der Offroad. Nur weil ich gerade voll verschissen hab. Ja. Ja, Auto, weiß. Klingt ja schon wieder. Ja, fahr doch mal nach hin. Na, Sander, schön, dass du Spaß hattest. So muss das sein. Ist euch. Eigentlich müsste ich das performante Video jetzt am Mittwoch posten. Das performante New York Video, einfach so als Special. Habe ich im Übrigen mit den neuen Hypercars genauso vor. Die will ich dann auch relativ zeitnah, wenn die raus sind, New York fahren. Ich habe 20 Millionen, warum sollte ich dafür nicht genug Geld haben? Habe ich nicht bedacht, sorry. Also ich denke, das wäre ganz cool, die zeitnah dann auf New York zu fahren. Na komm, das ist irgendwie Spaß. Ja, ich will doch die ganze Zeit Windschatten nehmen, ne? Nee, Tim, am Mittwoch deshalb, um ihnen einen Anreiz zu geben, den Wagen zu holen. Boah, ey. Er macht die gleichen Fehler. Ich bin der lebende Stein auf der Straße. Kein Schimmer, Habern. Junge, komm mit mir mit. Über den Dreh. Über den Fluss, da springt drüber. Ach, Digga, so lächerlich, ne? So lächerlich, Alter. Alter. Oh,
in dir. So heftig. Lächerliche Scheiße. Ja, nice, Sander, gönn dir. Okay, ich muss respawnen. Ich bin Real Talk hier voll gemobbt, ne? Du, Justin. Nicht nur mit Wörtern, Justin, sondern auch mit... Alter, nein, jetzt hab ich hier einen jahrelangen Respawn, das kann doch nicht wahr sein. Karma. Du bist noch nicht mal auf der großen Map, also schnüss jetzt. Oh Mann, ist hier gegen jemand gescheppert. Du warst dann Respawn, oder? Hier am Anfang? Was ist? Du hast einen Respawn gehabt hier am Anfang oder was? Ja, ich bin bin da weggerutscht und bin neben die Holzbrücke unten ans Wasser. Oh, ja. Da habe ich dann gerespawnt. Ah. Ah ja. Wer hatte nochmal von Autismus geredet? Ich glaube, es war German. Ah ja. War das dieser VLE irgendwas? Das bist du. Echt? Ah ja. Oh ja, die Leitplanke wieder. Ach, das ist oh Mann. Oh, die treffe ich da immer. Ey, wieso dauert der Respawn denn jetzt so lange? Also, ich wollte jetzt nicht nur vor 20% noch stehen bleiben mit dem. Ich war entspannt. Genau. Ach, sei denn, der German. Mein Meister. Ich drück dir auch die Daumen, Tim, das klappt schon. Hast du den Notes mehr erstmal bekommen, Joe? Den Pervomandel? Ja. Gut. Ich hab ja schon Summit schon eine Kühe gespielt, als Summit sogar eine Stunde war. Und stellt euch mal vor, das wäre wie in Fortnite, wenn ein Summit wiederholt wird, kriegen die Leute, die den schon haben, eine Special-Variante nochmal. Heißt, es wird keine Springer wiederholt. So wie hier Fortnite, wer sich da auskennt, Ghoul Trooper zum Beispiel, wäre im ersten Jahr einfach so ein weißer Skelett-Skin quasi. Und wer denn dann im zweiten Jahr bekommen hat, gekauft hat, der hat dann einen weißen bekommen. Aber die, die den schon hatten, haben einen lilanen gekriegt. So zum Beispiel. Irgendwie so war das. Aber wissen Sie, wo noch alle gehofft haben, wo der zum dritten Halloween wieder reinkommen ist, wie jeder gehofft hat, dass da eine rote Variante für alle anderen da reinkommt. Das war damals was, aber da kam ja nichts. Oh, keine Ahnung. Komm, das zeig jetzt ein bisschen Baum holen, komm. So genau kenne ich mich mit den Skins da nicht aus. Na, ich hab das Spiel von Season 2 bis zur jetzigen Season gespielt. Aber diese Season fand ich einfach schmutzig. Alter, wo kam der denn her? So. Auf keinen Fall Ghostlike. Ich wüsste nicht, warum ich mir einen zweiten Account machen sollte. Ich sehe da keinen Sinn drin. Es gibt nichts, was ich mit einem zweiten Account machen könnte, was ich nicht mit dem hier machen kann. Außer, dass ich nochmal von vorne anfange und ganz ehrlich, so viel Arbeit, wie ich hier reingesteckt habe in den Account. Warum? Also, nichts für ungut für alle, die einen zweiten Account haben, aber ich... halte das für absolute Zeitverschwendung. Ne, bei Zocker ist das was komplett anderes. Der hat seinen Privataccount und einen, mit dem er mit der Stream-Community zockt. Das wiederum hat ja irgendwie einen Sinn. So, bei mir ist das, ich zocke mit dem Privataccount mit der Stream-Community. Punkt. Ja, bei ihm war das eigentlich der Hauptgrund, aber dann hat er mit seinem Server-Account gespielt, weil sein Hauptaccount gepackt hat. Ja, ja stimmt, aber das war der eigentliche Hauptgrund, warum er mit seinem Server-Account hochgeladen hat. Weil sein erster Account gebuggt hat. Keine Ahnung. Es ging ja voll lange so bei dem. Ah, shit. Crusader, was geht? Ja, ich hab ja Glück, dass ich bei meinem zweiten Account einfach viele
Nitro-Mechanismus damit bekommen habe. So die schlimmsten, sag ich jetzt mal. Also als zweiter, ich muss sagen, nee, zweiter Counts in manchen Spielen lohnt sich ja noch zum Beispiel zum Lagern irgendwas. So ja, das ist ja was anderes. Ja nicht. Moin Philipp, was geht? PvP. Ja, Main Account. Sei denn du hier, du tust alle Live-Summits auch drauf machen und kaufst dann den Account. Oh Mann, Alter. Ranger Rumpy, ist doch nicht schlimm. Wenn du mitten im Summit warst, dann hast du ein Rennen, was du neu starten musst oder so. Ansonsten ist das doch scheißegal. Wenn da mal das Spiel abkackt bei New York, bei 90% ist das scheiße, aber... So wie bei dem Einfuhren. Ja, beim Toxic. Aber bei... Ja, beim Summit ist das ja eigentlich egal. Da verlierst du ein paar Minuten Zeit, wenn nicht. Boah, Schäfer ist ein Summit, wo ihr einfach nur einen Try für jedes Rennen habt. Wird's nie geben. Moin Philipp! Der Sinn vom Summit ist ja, dass die Leute sich da reingrinden können, um Topzeiten zu erwirken. Ich stell dir mal vor, was so. Es würde ein Summit geben, wo die Events verkehrt herum sind. Hä? Also wo du. Ach, wo du in die andere Richtung fährst. Wo du jetzt zum Beispiel von New York, von San Francisco nach New York fährst, nicht von New York nach San Francisco. Alter, das wäre hart. Das ist jetzt nicht über New York, also generell bei auch Street-Race-Rennen und so einfach genau. Shellfalls könnte man einfach einstellen. Statt vom Startpunkt zum Zielpunkt, vom Zielpunkt zum Startpunkt. Das wäre geil bei New York. Wäre dann mal voll cool. Ja, das stimmt. Ja, Ranger Rumpy, schaffst du auch nochmal die Zeit. Da bin ich mir also sicher. Jetzt bei New York, ja. Du müsstest ja, komplett neue Abkürzungen auslegen. Ja. Tausende Videos auf YouTube, OMG, New Abkürzung. Ja, 99% Clickbait. Ja. Nach einer Abkürzung wurde vielleicht eine halbe Runde. Das ist das Schöne, dann werde ich eine Woche lang komplett mit Mika zocken, weil der sucht ja immer Abkürzungen. Naja, gut, du musst eigentlich so sehen, ja, du fängst eigentlich dann an, fährst das Rennen. Du guckst einfach nur eine Abkürzung. Wo könntest du abkürzen? Ja. Ja. Ja, okay, hier könnte man, da probierst du es vielleicht mal aus. Dann sagst du, ja, okay, es könnte vielleicht klappen. Fährst weiter, suchst so grob immer nach den Abkürzungen. Dann fährst du noch einen Try und probierst sie da nochmal im Lauf. Und dann sagst du, okay, ist unmöglich. Dann lässt du sie halt und machst eine andere. Ja. Wäre aber an sich eine coole Summit-Idee. Weil direkt losfahren und nach Abkürzungen sind. Bestzeit, er hat doch Bestzeit, so dass das nicht vergessen. Ja, das stimmt. Aber lieber einmal so vorfahren, sagen, komm, scheiß auf die Zeit jetzt. Ich hoffe, die Leute, die performant haben, die gönnen mal den anderen Spielern. Du hast ja eins. Aber sagen, die alle wollen nur das Geld haben. Das Ding ist, das bringt ja nicht mal Geld. Das ist, also du kriegst da 100, 200.000, wenn du den schon hast, das bringt gar nichts. Die Leute machen keinen Summit, Summits, weil sie das Geld wollen. Die machen es erstens wegen der Langeweile, damit sie etwas zu tun haben. Ja, aber gut, das betrifft, sagen wir mal, Top 100 bis 500. Vielleicht. Nein, nicht in dem Bezug. Also ja, auch. Ja, aber es sind auch relativ viele, die einfach nur Summit spielen. Es gibt Leute, die nur New York fahren, es gibt Leute, die nur Summit spielen, es gibt Leute, die gar nichts von den beiden Dingen machen, die fahren nur rum. Oder nur Live-Battles, es gibt genug Optionen. Es gibt Leute, die nur PvE fahren, also nur normale Rennen. Ja. Und zum Beispiel, ich kenne jetzt auch einen, der ist auch für Maximum. Die haben mal selbst gesagt, wenn ich mal keinen Summit machen könnte, wäre mir langweilig. Das haben wir, das ist das Einzige, was ihn noch reizt in dem Spiel. Ja, es gibt ja auch nicht viel Late Game. So, die Hobbys, wenn du die einmal durch hast, ist vorbei. Bah, ich finde die so langweilig, die Hobbys, muss ich ehrlich sagen. Das ist ja auch so ein Ding. Ein Summit PvP ist das Einzige, was dann noch reizt, sag ich jetzt mal. Das hätte das halt Ziele, ja, hier alle Autos haben. Hat er natürlich alles schon, ja. Max-Level. Ja, und PvP ist auch langweilig irgendwann. Du musst alle Autos haben mit deinem Kult. Habe ich schon. Haben wir alle. Junge, hast du schon weit bevor du auf dem Level bist. Ich hab dein Schild übrigens stehen lassen, ne Mika? Nur, dass du Bescheid weißt. Ich bin gerade vorbeigefahren.
Oder aber dann frage ich mich auch, wieso fährt ihr das noch überhaupt in New York oder sowas, wenn ihr alles habt und so. Oder es sind halt auch viele Leute, die dann sagen, ganz ehrlich, warum soll ich jemand, also nicht weil ich das mache, sondern an sich, also generelle Sicht. Manche sind halt auch wieder, die sagen sich dann, ja, warum soll ich denn jetzt hier in der Person den Performant geben oder den Magma? No. Ja. Die, weil, sagen wir mal, da will jetzt irgendeine Person, die hat eine Magma. Ja. Plus diese Magma, die wetten damit auf Zahl. Da kommt dann irgendein anderer Dude, ja, wird dann von jemand anderen hochgepusht und fährt diese Magma dann gar nicht. No. Nighty, alles klar, schlaf gut, mein Lieber. Sag mal an, wie ist das Turnier ausgegangen jetzt? Hat mir irgendwie keiner mehr mitgeteilt. Also heißt es, sie nutzen das Potenzial von diesem Auto dann nicht. Ja. Und das ist halt eben auch dann einfach dieser Punkt, wo viele dann einfach sagen, ganz ehrlich, das sehe ich nicht ein, dass dann so Personen dieses Auto nutzen. Ja, aber andererseits so, was bringt es, wenn du dann Platin erspielst? Was hast du davon? So, und genauso ganz ehrlich, ich habe den Performance seit Monaten nicht gefahren. Habe ich deshalb nicht verdient, dass ich ihn mehr gespielt habe? Ja, ne? Also ich sage, ist ja nicht deine Meinung, so alles gut, aber so, ne, um das mal generell zu besprechen, so ich finde einfach... Ich sage ja nicht, dass du jedes Auto fahren musst, immer. Ja, ich denke mal einfach ganz ehrlich, Gold kannst du dir in einem Summit erspielen, indem du einfach nur 5-6 Events machst und hast gefühlt schon Safe Gold. So. Also bei dem Summit jetzt vielleicht nicht, da musst du dann schon vielleicht einfach 8 Rennen fahren, aber dann bist du Gold safe. So, und ganz ehrlich, in der Zeit, die ich dann bräuchte, um mir Platin zu erspielen, kann ich easy eine Runde New York fahren und habe mehr Geld verdient, als der Performante mir bringt. Mhm. So, also im Endeffekt null, absolut null Bonuswert für mich, dann auf Platin zu schwitzen. Für mich jetzt in dem Fall, klar, die Videos so, da muss ich halt Platin für machen. Aber ansonsten würde ich es lassen. Ja, ganz ehrlich, du musst das so sehen. Ja. Wenn jetzt eine Person auf Platz 3001 ist. Das war bei mir letztes so. Warte, aber nicht mit 1, ja, sondern 3058. Ja, chill doch mal. Ja. Du bist Platz 3001. Heißt, ja, du musst suchen, damit du Platin bleibst. Ja. Ja. Und dann sind das natürlich aber nicht ein bisschen nicht der einzigste, sondern das sind noch hunderte andere, die genau dasselbe machen, auch suchen, damit du gerade musst. Ja. Ja. Heißt, das macht dann in dem Bezug keinen Unterschied, ob da jetzt eine Person mehr ist oder weniger. Ja, aber wenn das jeder sagt, macht's einen Unterschied. Weißt du? Weißt du, was ich meine damit? Ja, du musst so und so suchen auf Platin. Ja, aber es ist einer mehr oder weniger macht einen Unterschied, weil das sagt dann jeder. Das ist genau wie, keine Ahnung, Corona-Schutzmaßnahmen. Ziehe ich das durch oder mache ich es nicht? Ich kann ja sagen, okay, ja, wenn ich jetzt einmal ohne Maske schnell durch den Rewe husche, ist das ja nicht schlimm. So, dann denken sich die anderen, die drumherum stehen, ja, warum soll ich dann eine Maske tragen? Ja, natürlich. Weißt du, so, das ist halt einfach dieses Denken, ich muss nicht, weil meine, wie beim Wählen, meine Stimme bringt eh nichts. Ist halt komplett die falsche Denkweise. Ja. Ich kann es verstehen irgendwo, aber es ist halt trotzdem eigentlich die falsche Denkweise. Streng genommen, egal wie du es machst, ist eigentlich blöd. Ja, irgendwie schon. In gewisser Art. Ob du nicht wählst, dann regst du dich auf, weil wer gewählt wurde, den du nicht wolltest. Ja. Wenn du wählst, denkst du dann vielleicht, ja komm, bringt doch eh nichts. Ja, klar. Alles klar, Nighty. Dann drücke ich dir auf jeden Fall weiter die Daumen, dass das klappt für dich. Ist natürlich auch irgendwie, muss ich jetzt mal sagen, ein bisschen lag an der Turnierplanung irgendwie, dass man danach noch 4-5 Stunden lang sich Videos angucken muss, um einen Gewinner festzustellen. Aber gut, trotzdem. Gewonnen? Was? Hat gewonnen. Wer hat gewonnen? Ob er gewonnen hat. Weiß man noch nicht, das ist es ja. Das Turnier ist schon seit 4 Stunden oder so vorbei, aber er weiß es noch nicht. So. Also er hat gute Karten, definitiv. Er ist zweimal Erster und einmal Zweiter geworden, einmal Zwölfter nur und einmal irgendwas anderes. Und einmal Neunter. Ja. 5 Runden und da wird alles mögliche an Kills und so ausgezählt, aber Nighty ist, würde ich jetzt mal behaupten, so ziemlich der beste Spieler, den ich kenne.
Also der ist schon echt krass drauf. Deshalb. PC. Jummel, was machst du da? Ja. Aber ich kenne auch ziemlich heftige Controller-Spieler, deshalb. Obwohl ich hier technisch fahre. Da gibt's ja immer, bei Rainbow zum Beispiel, da gibt's ja auch Ranking. Da gibt's ja Diamond und Champion und Platin, bla bla bla. Ja. Da gibt's ja dann auch immer diese Aussage von diesen PC-Spielern. Champion-Spieler auf PS4 werden auf PC nur Diamond. Ja. Da denke ich mir, Digga, was bist du eigentlich für ein Spacki? Mittlerweile Crossplay, German, bei Rainbow? Das wird zu unfair. Ja, du kannst, ja. Da wird zwar trotzdem PC teilweise gespielt, Tastatur gespielt, aber das wäre nur auf PC, also dann wirklich Crossplay, das wäre, das geht gar nicht. Neue Season schon auf? Weil es ist jetzt, klar jetzt bei Call of Duty, ja, ist eigentlich auch relativ blöd, sag ich jetzt mal. Aber bei einem Taktik-Shooter, wo es halt wirklich drauf geht, Reaction zu haben oder Aim zu haben, wenn einer um die Ecke guckt, ja, ist halt dann doch schon wieder was anderes wie jetzt Call of Duty. Ja. Call of Duty, das ist eine O draufhalten. Boah, Leck. Leck. Ja, was wir warten auf dich. Ey, was ist denn jetzt los? Du bist rausgeflogen. Nein! Doch. Doch. Er hat sich noch vorhin beschwert wegen dem anderen. Das Spiel hat bemerkt, dass du das falsche Auto gefahren bist. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich bin wieder bei 95%, also in knapp einer Minute wäre das Rennen gelaufen gewesen. Ey, ich. Tust du mir einen Gefallen, wenn du den Controller in den Bildschirm schmeißt, nimmst du das für mich auf? Mach ich. Okay, da mache ich dann ein Meme draus. Oder wie man heutzutage sagen könnte, ein TikTok. Ich schicke euch gleich mal ein Bild von meinem alten Bildschirm, wie der da nach Hause sah, okay? Nur zu. Alte ist ja langweilig, muss schon ein neues sein. Ich wollte gerade sagen, also wenn dann der neue Bildschirm, ist ja schon. Mach ein Vorher-Nachher-Bild. Oder einfach ein Video. Wieso kann ich jetzt nicht gerade in die Community schauen? Ja, das glaube ich, Nighty. Hey, was gewinnt man bei dem Turnier? Also der erste kriegt einen Fuffi. Der zweite, dritte, keine Ahnung. Nix. Respekt, Shadow. Doch, soweit ich weiß, gibt's das irgendwo. Bist du durch? Nein! Alter! Der Crusader hat eben reingeschrieben 2659 und ich glaube, es ist echt eine 2659 oder so. Ich war gerade echt gespannt, ob es noch eine 27 wird oder ob er recht behält. Es ist sehr knapp. Ich sage es ganz klar. Im Stream hat man eine 27er 00 gesehen. Ja, aber das ist nicht immer eindeutig. Das kann auch manchmal Anzeige sein. Ich glaube, eine 2659. Weißt du eigentlich, wie 2659975. Alter, Crusader. Ja. GG. Gut getippt. Also, performante kann man nicht sagen. Geiles Auto, gute Zeit. Passt. Und nicht mal eine krasse Runde. Wohl war okay, aber. Rigger war besser. Nice. Ja, das stimmt. Aber die Runde war auch heftig beim Rigger. Ja, das stimmt auch wieder.